Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal wieder um Dying Light. Wer noch keine Ahnung hat, was das für ein Spiel ist, schaut auf jeden Fall mal runter in die Beschreibung. Da gibt es einen Trailer. Kurz und knapp zusammengefasst, großes Open-World-Game, was ihr mit Freunden online zusammen spielen könnt. Hauptaufgabe hier, durch die Zombies durchschnetzeln und natürlich auch looten und craften von Sachen. Und heute geht es nochmal um das Craften von Sachen. Ich zeige euch nämlich heute, wie ihr die Upgrades, die eigentlich relativ intensiv sind und wo ihr sehr viel Zeit investieren müsst, um die zu upgraden, relativ schnell freischaltet, also freiklitscht. Eher gesagt, hierzu braucht ihr keine Zombie-Trophäen, sondern lediglich das Geld dazu, ansonsten braucht ihr dafür nichts. Dann würde ich sagen, fangen wir damit an, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr dann in der Welt von Dying Light drinne seid, könnt ihr jetzt zu jedem beliebigen Handwerksmeister gehen. Ihr müsst jetzt nicht zu diesem Ort gehen, wo ich jetzt bin, ihr könnt das tatsächlich auf der Karte überall machen. Wenn wir jetzt hier mal auf die Upgrades schauen, seht ihr, dass hier ziemlich viel noch nicht freigeschaltet ist oder nur teilweise die Stufen geupgradet sind. Zum Beispiel haben wir jetzt hier das Problem, wir können es nicht weiter upgraden, weil uns gewisse Trophäen von Zombies fehlen. Das gleiche gilt halt auch bei den anderen. Was ich euch hier nur empfehlen kann, ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, noch die zweite oder dritte Stufe zu upgraden, macht das mit den Ressourcen, die ihr besitzt, denn der Glitch ist sehr schwer zu hitten. Nicht unmöglich, aber sehr schwer und lästig. Aber wenn ihr dann einmal drinne seid, dann denke ich mal, dass das relativ schnell bei euch geht. Ihr müsst jetzt hier auch noch beachten, dort, wo wir jetzt die Ressourcen nicht mehr besitzen, also alles, was jetzt hier rot angezeigt wird, können wir ja nicht upgraden. Aber wir haben natürlich noch andere Zombie-Trophäen. Und sobald ihr den Glitch dann später aktiviert, werden diese automatisch aus dem Inventar abgezogen. Und damit ihr die jetzt nicht verliert, geht deswegen zu eurem Versteck, geht dann hoch zur Rucksacktasche und dann tut ihr dort halt einfach die Ressourcen rein, die ihr noch in eurem Inventar habt, sodass die dann später beim Glitch nicht verschwinden. Ist das dann erledigt, gehen wir wieder zurück zum Handwerksmeister. Wir gehen auf die Upgrades, gehen jetzt mit dem Cursor oben links auf das erste Upgrade einfach mal drauf und jetzt auf die Bauteile. Wenn ihr jetzt wieder auf die Upgrades zurückgeht, werdet ihr sehen, dass der Cursor immer wieder auf der linken oberen Seite bleibt, egal ob bei Bauteilen oder bei Upgrade. Und hier kommt jetzt der Trick bei der Sache. Wir können das auch mal bei anderen Ebenen probieren, falls ihr etwas anderes upgraden wollt. Könnt ihr einfach mal schauen, wo der Cursor überall drauf bleibt, bei den Bauteilen, bei den Handwerksmeister jetzt. Und ihr könnt ja jetzt hier diese Artikel eigentlich kaufen, indem ihr jetzt dauerhaft Viereck drückt. Und da kommt jetzt der kleine Glitch zum Einsatz. Und zwar werden wir jetzt gleich mit dem Kauf versuchen, nicht den Artikel hier zu kaufen, das Bauteil, sondern wir versuchen mit dem Kauf praktisch das Upgrade freizuschalten. Und das ist nicht gerade einfach. Ihr müsst praktisch dauerhaft Viereck drücken und im richtigen Moment die L1-Taste. Das Ganze funktioniert auch auf der Xbox und sollte auch auf dem PC funktionieren. Deswegen schließt auch am besten den Controller einfach mal mit dem USB-Kabel an. Und ihr habt jetzt gerade gesehen, ich habe es jetzt hier einmal geschafft. Um das nochmal ganz kurz zu zeigen, wie das funktioniert, gehen wir nochmal kurz zurück und das Ganze hier in Slow Motion. Ihr seht, ich drücke dauerhaft Viereck und im richtigen Augenblick drücke ich dann sofort die L1-Taste, um auf die Upgrades rüber zu switchen und somit kaufe ich dann praktisch das Upgrade frei, ohne dass ich überhaupt die Ressourcen dazu habe. Das Geld wird natürlich abgezogen, deswegen habe ich mir einen Haufen Geld zusammengekratzt, um das Ganze hier machen zu können. Das geht jetzt mit all möglichen Sachen. Jetzt kommen noch ein paar kleine wichtige Tipps am Rand und zwar, was passiert denn zum Beispiel, wenn ihr das Ganze mal nicht hittet und ihr kauft jetzt so ein Bauteil? Das ist mir jetzt hier ebenfalls passiert. Ich habe jetzt hier noch einmal das Ganze geupgradet und dann irgendwann beim dritten oder vierten Mal habe ich dann aus Versehen das Bauteil gekauft, aber nicht das Upgrade freigeschaltet. Das ist gar nicht so schlimm. Wir gehen dann einfach wieder zurück auf die Bauteile und hier müsst ihr jetzt aber auf eine Sache achten und zwar geht ihr jetzt hier auf Kaufen und kauft so viele Bauteile ein, dass jetzt hier nur noch wieder ein Item drin ist, damit ihr das weiter fortsetzen könnt. Und dann probiert ihr das einfach weiter aus. Ihr könnt das Ganze auch schon vorbereiten bei anderen Sachen und probiert und probiert und ihr schaltet damit das ganze Zeug dann halt Stückchen für Stückchen frei. Wie gesagt, es ist nicht sehr einfach, aber es ist auf jeden Fall von der Zeit her um einiges schneller, als wenn ihr die ganzen Ressourcen erst zusammensammelt. Und das war's jetzt auch schon mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Seid ihr neu auf dem Kanal, könnt ihr auch gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Gibt es noch Fragen oder Probleme, kommt mit in den Discord-Server oder kommentiert unten. Ich werde das Ganze dann beantworten. Bis dahin, haut rein und tschüss.